Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. wir haben beim letzten Mal angefangen, die Brücke zu bauen. Und die werde ich dieses Mal auch fertig bauen, denke ich mal. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil und damit, let's go. So, Grabungsschuppen hat aktuell kein Werkzeug. Ich glaube, ich werde mal einfach mal ein paar Kupfer-Sachen bauen. Ein paar Kupfer-Spitzhacken. Spitzhecke. Genau, die Spitzhecke. Kennt ihr die? Die gemeine Spitzhecke. Irgendwie Pilze gesammelt beim Brückenbau. Kurios. So, wo haben wir denn das Kupfer? Kupfererz. 220 Kupfererz. Digi. Was geht da ab? So. Was brauchen wir jetzt für Kupferwerkzeuge? Gibt es keine Kupferspitzhacke? Warte. Es gibt erst eine Bronzespitzhacke oder was? Lol. Dann muss ich tatsächlich... Achso, ich habe noch Bronzebarren. Ich habe noch Bronzebarren. Top. So. Holzstamm 1, Bronzebarren 2. Stellen wir doch mal die zwei Bronzespitzhacken her, die wir jetzt herstellen können. Top. Jetzt dürften die mir eine ganze Weile lang nicht mehr auf den Sack gehen. Jetzt hat jeder eine Bronzespitzhacke und damit ist auch irgendwann jetzt gut jetzt hier. So. In der Verwaltung möchte aber noch der Feldschuppen Dünger haben. Natürlich. Ich mache erstmal aus meinen Holzstämmen Bretter, damit ich meine Brücke fertig bauen kann. Ja. Und vielleicht gucken wir nochmal nach den Tieren. Vielleicht machen wir jetzt nochmal Dünger. Wenn jetzt danach geschrien wird, dann bin ich ja der Letzte, der Nein sagt. Vorausgesetzt, hier ist genug Dung. Ja, doch. 100%. Also wir waren schon lange nicht mehr hier. Stimmt. Ich vergesse das immer, wann ich gegangen bin. In der nächsten Aufnahme weiß ich das schon nicht mehr. Es kann denn kurz vor Aufnahmeende sein oder doch ein bisschen länger her wie hier zu sehen. 60 Dung nur von den Schweinen. 40 Dünger können wir herstellen. Naja. Damit sollten die erstmal Ruhe geben, die Feldschuppen. Oder zumindest der eine. Der andere ist ja Deko. Ich habe ja nur einen, der wirklich arbeitet. Der hier ist ja nur Deko. Aber zur Not wird der eingeweiht, belebt. Wenn wir jetzt wirklich zu viele Felder haben sollten, aber eigentlich die drei Leute, die da in den Feldschuppen arbeiten, ich habe ja nicht mal personell das ganze Ding ausgereizt, das reicht schon. Das reicht. So, es wird weiter gefummelt an der Brücke. Meine Damen und Herren. Ich habe wieder Bretter gemacht. Und werfe das erste raus. Ding ist, ich muss immer sehr vorsichtig sein, dass ich die anderen Bretter nicht verschiebe. Nein! Jetzt ist ein Brett hier runtergefallen. Ich glaube, ich lasse das erstmal da. Ich habe nämlich Angst, dass ich beim aus dem Wasser holen hier so ein bisschen was verschiebe. Das ganz zärtlich drauflegen. Ha! Verstehe. Naja, wir fangen bei der anderen Seite mal an. So, Brett und X. Und es fällt ins Wasser. Schön. Stand also noch nicht nah genug dran. Nein. Oh. Ich habe schon wieder was verschoben. Das sollte nicht passieren. Puh.
Merkt ihr das, was das für eine, also für ein Drahtseilakt ist, hier diese Brücke zu bauen? Das ist nicht schön. Ich habe jetzt das Problem, dass die Bretter in der Mitte natürlich in die Rillen reinrutschen und dann so halb schräg drin liegen. Das ist jetzt mein aktuelles Problem. So, ja, das sieht doch schon passt gut aus. Es wird halt eine sehr primitive Brücke. Wie man gleich alles verschiebt, wenn man hier ein bisschen den Kraft anwendet, ne? So. Der mittlere Part sieht okay aus, aber ich habe das hier verschoben, ne? Ist halt super zum Drüberlaufen, aber irgendwie sieht es noch nicht so gut aus. Das Problem ist auch, dass die Länge der Bretter, ne? Ich bin jetzt hier ein richtiges Problem. So, die sind jetzt alle gekippt. Super. Ja, mein Charakter will was essen. Ist ja gut, ist ja gut. Komm, drück dir das Salzfleisch rein. Kann er hier gleich was trinken? Ich würde jetzt hier einfach mal mit Brettern anfangen. Und dann in der Mitte irgendwie so ein bisschen stapelmäßig. Alter, das ist ja perfekt gefallen. Na, fast perfekt. Och nö, jetzt ist das da runtergerutscht. Alter, ich werd verrückt. In dieser Brücke. Dieser Busch nervt mich ja auch. Können wir den irgendwie wegmachen? Okay. Muss ich das Brett nehmen und die anderen ein Stück weit nach da drüben schieben. Ja, war ein bisschen viel. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Und jetzt müssen wir in der Mitte so ein bisschen überlappend stapeln. Wisst ihr, wie ich das meine? So ein bisschen so. Alter! Okay, warte. Wir machen es anders. Ich nehme hier nochmal alle Bretter runter. Und wir machen nochmal ganz in Ruhe die Ausrichtung der Brücke. So. Können wir das irgendwie... Ich würde gern... Warte mal. Ich speichere mal zwischen. Ich glaube, das ist gut. Mein Brett ist ins Wasser gefallen. Natürlich. Perfekt ausgerichtet. Ich mach das jetzt sowas fallen. Das Brett muss richtig fallen. Was ich meine? Ja, noch ein Stück nach vorn. Perfekt. Nee. Naja, egal. Perfekt genug. Ja, easy peasy. So, wenn ich jetzt da noch ein Brett hinlegen kann, bin ich glücklich. Bitte gerade. Natürlich nicht. Warte mal, ich probiere es mal von der anderen Seite. Und würde das jetzt nehmen? Ah,
das hier so ein bisschen dran schieben. Das ist eine Wackelarbeit, Frickelarbeit. Aber guckt mal, jetzt ist schon okay, ist schon okay, oder? So. Und jetzt? Alter, ich lieb's ja, wenn's fertig ist. Wenn's fertig ist, lieb ich's ja. So. Weiter. Das war ein Satz mit X. Muss mich neu ausrichten. So viel. Wenig. Gar nicht so einfach. Ja, so ist okay. Perfekt. Ja. Ja. Komm, noch eins. Alter, das hat mir jetzt alles zerstört. Ich hätte vorher speichern sollen. Das hat mir jetzt die ganze Konstruktion zerstört. Mach's ja nicht kaputt. Wollen wir es bei 4 Brettern belassen? Ich krieg's sonst nicht hin. Also, nicht vernünftig. Machen wir kurz speichern. Ja, es wird jetzt. Es ist halt einfach nur eine 4-Bretter-Brücke. Sammel die Holzstämme ein, die jetzt nicht mehr zur Dings sind, zum Halten sind. Okay, wir laden neu. Ich hab nämlich was weggenommen, was nicht wegzunehmen ist. So, improvisierte Brücke ist fertig. Wir machen gleich mal den Pferdetest. Werde dann mal mit dem Pferd drüber reiten. Also gefällt mir noch nicht. Aber das ist das Einzige, was mir das Spiel erlaubt, was brückenähnlich ist. Warum läufst du hier draußen rum? Können die trotzdem? Können die wirklich? Können die doch hier raus? Okay. Das ist schade. Ich dachte, die können doch nicht raus. Pferdetest bestanden. So, jetzt laufen wir mal nochmal so drüber. Da passiert auch nicht viel. Ja. Also es bestätigt meine Theorie, dass man mit dem Charakter einfach diese Dinger hier nicht verschieben kann. Es hält. Es hält. Jetzt darf nur keiner dran gehen und hier irgendwas wegnehmen. Dann flippe ich aus. So, bauen wir auch gleich die Holzzäune hier wieder auf, damit man so ein bisschen, ne, so, zack. Hier kannst du über die Brücke gehen. Kann man vielleicht noch, wartet mal. Das ist zu viel für diese kleine Brücke. Ja, okay. Guck mal. Machen wir natürlich auf der anderen Seite auch so ein Teil, aber ein anderes. Mir fehlen 3 Stücke und 2 Stämme. Das ist ja kein Problem. Ey, ist besser als nix, oder? Ich find's gut.
Obwohl man mit dem Charakter ja trotzdem... Also, ey, das sieht komisch aus, ne? Wenn man die Brücke überquert. Der geht genauso tief mit dem Kopf, wie wenn er jetzt im Wasser stehen würde, aber... Guckt euch das an. Das sieht ja aus. Lol. Da kann man nur in der Hocke drüber gehen über die Brücke. Ganz kleine Füße kriegt man da, wenn man da drüber geht. Lol. Ist beim Pferd auch so dumm? Entschuldigung, ich musste mal kurz gehen. Das bei dem Pferd auch so dumm aus? Ja. Wie dumm das aussieht. Warte mal. Guck doch mal. Wie dämlich. Ich kann leider nicht weiter rauszoomen. Aber eigentlich müsste es so bleiben, wenn ich das Pferd auf der Brücke abstelle. Lol. Ich glaube, mein Pferd ist kaputt. Lass es mal da stehen. Pferd auf der Brücke. So, ich würde sagen, wir schlafen mal in den Winter rein. Falsche Straße. Bin falsch abgebogen. Ich würde auch zu gern mal gucken, haben wir jetzt genug Technologie, um so richtige... Ne, haben wir noch nicht. 5000. Ich will halt so richtige Laternen bauen. So richtige Laternen. Diese stehenden Feuerschalen, die sind zwar schon cool, aber die sehen mehr so cool aus dem Partybereich hier so. Und dann wäre es halt auch noch geil, wenn wir irgendwie... Also wenn wir diese Laternen haben, dann würde ich halt auch gern direkt an jede Tür so eine Laterne dran machen. Was haben wir leider noch nicht. Und im Innenbereich natürlich auch. Erstmal bis zum Winter schlafen. Achso, Winter heißt ja wieder umziehen. Gibt Weste, dicke Handschuhe, Pelzumhang, Kappe. Okay. Sehen wir wieder aus wie der Macher vom Herrn. Kurz gucken, ob die Brücke noch steht. Also Fässer und sowas können wir hier nicht draufstellen, ne? Blumentöpfe? Kann ich nur, wenn ich die Materialien habe, ne? Es plätschert auch, wenn man drüber geht. Aber jetzt wäre man doch im Wasser, irgendwie. Also Pferdeställe kann man wirklich oft ausmisten. Warte mal, warum? Oh, wir haben Neues. Wir haben neues Fohlen. Warte mal. In die Verwaltung reingucken. So, Hühner können wir ein paar Hähne verkaufen. Ja. Bei den Schweinen gibt es keinen Zuwachs, aber bei den Pferden haben wir jetzt ein Stutfohlen. Und das ist so schwarz mit hinten grau. Auch nicht schlecht. Ich glaube, ich lasse die beiden erwachsen werden und verkauf dann die Originalpferde, die ich gekauft habe. Und dann habe ich ein schwarzes Weibchen und so ein schwarz-graues Männchen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Auswirkung hat auf die Farben, die daraus entstehen. Aber ich glaube, das sieht einfach cool aus. Oh. Ja, hier müssen wir wieder reparieren. Haben wir hier drüben irgendwo Stöcke? So, Reparatur. Zack, fertig. Wir gehen mal so ein bisschen durch. Wir gucken mal, was noch repariert werden muss. Hier ist alles in Ordnung. Auch alles in Ordnung. Hier ist auch alles in Ordnung. Schön.
Bei den Holzschuppen sind die Dächer auch gut. Wir nehmen die Brücke. Auch alles tutti frutti. Küche läuft. Bevor ich mich jetzt hier tot suche, gucke ich in die Verwaltung. Und da sagt er mir, dass alles in bester Ordnung ist. Schön. So wünsche ich mir das doch in meinem Dorf. Aber hier bleibt der Löwenzahn, ne? Das ist halt so dumm. Das ist so dumm, dass man die Blumenkästen an den Häusern neu bepflanzen muss. Aber diese Blumenkästen hier bleiben immer gleich. Hier bleibt auch immer die Wegwarte drin. Ja. Und hier, die Dinger sind sowieso, die blühen ja immer. Diese Vasen mit den Blumen drin. Aber die scheiß Kästen hier an den Fenstern. Das ist so dumm. Ich guck mal gleich, wir haben Winter. Es kommt natürlich uns zugute, wenn wir jetzt ein bisschen noch die Häuser abdichten. Dann gucken wir mal, Kalkstein haben wir 42. Da gehe ich nochmal hoch. Da oben hin. Da haben wir ja das große Haus, was noch nicht abgedichtet ist. Ja. Oder zumindest noch nicht fertig abgedichtet. Hier bei den Kirschen habe ich mir auch überlegt, dass wir hier auf jeden Fall noch mehr Kirschen pflanzen müssen. Ich habe mir nämlich drüben mal die Apfelbaumplantage angeguckt vom Flussdorf. Die haben da deutlich mehr als zwei Reihen. Vielleicht mache ich keine dritte, vielleicht da eine dritte Reihe hin und dann aber mehr nach da hinten ausbauen. Wisst ihr, was ich meine? So, und das war's auch schon wieder. Also die Hälfte vom Haus haben wir knapp die Hälfte. Bisschen weniger als die Hälfte haben wir geschafft. Oh, wir haben ein neues Kind, was zwei ist. Dann haben wir auch bestimmt eine Mutter wieder, die frei ist. Ja, genau, hier. Die Produktion kann. Natürlich die Frage, wo stecken wir dich rein? Wir arbeiteten jetzt in der Küche. Sie. Aber sie kann auch nur kochen. Er arbeitet in der Schmiede. Sie. Und sie kann auch nur schmieden. Aber hier haben wir noch einen zweiten Platz. Dann geh mal mit ihr in die Schmiede, bitte. Jetzt ein Landwirt schon auf 5, das ist gut. Aber die Gewinnungsberufe, die gehen halt durch die Decke, ne? Das ist gedüngt, das wächst. Das ist auch komplett gedüngt. Schön, schön, schön. Das ist auch gedüngt. Wird gerade gesät. Hopp. Und habt es hier geschafft? Hier komplett? Ja. Oh, sehr gut. Sehr gut. Das habe ich nämlich so ein bisschen vernachlässigt zu schauen, ob das Weizenfeld funktioniert. Aber ja, es funktioniert. Wird gerade kein Dünger benötigt. Alles ist gedüngt. Schön. Fällt mir. Ich überlege, ob ich hier vorne noch so ein kleines Feld hinmache mit irgendeinem Gemüse, was wir vielleicht haben, bräuchten oder sowas, ne? Rote Beete oder sowas. Ich bin halt auch immer noch überfragt, was man mit Mohn so wirklich macht. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ihr Mohn anbaut und ob das worth ist. Ein kleines Feld. Mach ich mal. Ich sag mal in der Verwaltung, dass das Feld. Wo haben wir das jetzt? Achso, erstmal müssen wir das hier umbenennen in
Weizen, Diggi. So, und Feld 6. Sagen wir mal, rote Beete. Naja, vielleicht entscheide ich mich auch noch um, dass das irgendwie ein anderes Gemüse wird oder so, keine Ahnung. Was haben wir denn noch? Zwiebeln? Ich glaube, Zwiebeln sind auch wichtig, ne? Machen wir mal Zwiebelfeld raus. Bei Zwiebeln habe ich oft beim Kochen gesehen. Müssen wir halt nur in der Verwaltung jetzt sagen, dass das nicht rote Beete ist, sondern Zwiebeln. Natürlich sehr klein, das Feld. Aber ja, mal gucken. Könnte man natürlich auch noch ein kleines Feld hinklatschen. Naja, oder wir lassen es erstmal so. Okay. Schönen kleinen Bretterzaun, den können wir auch gleich hochziehen. Und die kümmern sich jetzt schon um die Düngerei und um das Umgraben. Boah. Zwei Bretter fehlen mir, toll. Ja, das macht die Ecke ja auch ein bisschen interessanter denn, ne? Ein bisschen detailreicher, einfach noch ein bisschen mehr von allem. Hopp, schön. Ja, ich glaube, ich werde hier auch noch ein kleines Feld hinsetzen. Ich könnte mir das durchziehen, bis hier hinten hin. Ja, fühle ich irgendwie. So ein langes Feld. Das werden wir aber unterteilen. Da werden wir nicht das gleiche Gemüse überall anbauen. Gucken wir mal. Was haben wir noch nicht? Rote Beete? So, vielleicht. Und dann, was haben wir auch noch nicht? Entschuldigung, ey, ich habe wirklich einen Frosch im Hals. Oder werden wir hier Mohn anbauen? Ey, ja, lass uns hier Mohn anbauen. Im langen Feld Mohn. Doch, gefällt mir. Dann sagen wir hier bei Feld 7 Mohn. Machen wir hier auch einen niedrigen Bretterzaun. So. Hier ist der Eingang und dann ist hier ein schöner Streifen Mohn. Pop. Nee, doch, gefällt mir. Also langsam nimmt das hier alles sehr gut Gestalt an. Wir müssen ja gucken natürlich, ob jetzt mit den neuen zwei Feldern deren Arbeit ausgereizt ist, aber die haben ja eigentlich nichts zu tun diesen Winter. Außer die beiden Felder zu. Also, ja, es wird dann interessant in so Jahreszeiten wie Sommer und so, ne, natürlich. Aber jetzt erstmal kommen die drei damit klar. Wir können natürlich immer noch einen einstellen. Einen Platz haben wir noch frei an der Sonne. Also Produktionskette Mohn interessiert mich jetzt. Frag mich, was man daraus macht. Ich glaube, daraus ist auch, glaube ich, eine Grundzutat für die Sachen, die man in der Kräuterhütte macht. So Tränke und sowas, ne? Könnte das sein? Also das kann ich mir vorstellen. Aber keine Ahnung. Müssen wir rauskriegen irgendwie. Und das kriegen wir nur raus, indem wir einfach Mohn anbauen. Vielleicht ist es auch sehr gut zum Verkaufen. Okay, so. Rahmen ist gezogen. Muss nur wieder umgegraben werden, aber die sind schon dabei. Die machen schon ihr Ding. Wir können ja mal gucken, wann sät man denn Mohn? Es sind ja auch Blüten, ne? Also rote Blüten. Das sieht wahrscheinlich auch sehr, sehr interessant aus. Frühling bis Herbst. Und Zwiebeln? Frühling bis Herbst. Beides Frühling bis Herbst. Ja, naja, dann könnten wir ja eigentlich mal losreiten und ein paar Samen holen, ne?
Ich schnapp mir mein Pferd. Wir reiten ins Flussdorf. Das können wir jetzt noch machen. Da habe ich jetzt noch Bock drauf. Und dann kaufen wir ein bisschen Mohn und Zwiebeln. Dass du da immer ausbrichst, du Kleiner. Gibt's ja gar nicht. Können wir da trotzdem irgendwie... Lass mich mal ganz kurz gucken. Können so ein Brettergatter herstellen? Eisengatter? Bei Holz ist halt nur... Obwohl, hier gibt's auch einen Holzgatter. Vielleicht baue ich sowas hier ein. Aber der Bogen gefällt mir schon mal, aber vielleicht kann man den trotzdem mit einem Gatter ergänzen. Ich mag das nicht, dass die Tiere hier abhauen. Finde ich nicht gut. Ich will nicht, dass die hier einfach so frei im Dorf rumlaufen. Freiheit für Tiere, nein, nein, sage ich dann nur. Dass die alle eingesperrt bleiben. So. Hier haben wir auch noch ein Steinhaus, was wir noch verputzen müssen, ja. Und es wird schon wieder Dünger. Sehe ich gerade. Vielleicht können wir auch noch mal Dünger kaufen. Wir haben es doch. 2800 Münzen. Wir müssen zwar im Frühjahr wieder Steuern zahlen. Das wird wieder richtig, richtig saftig. Aber da müssen wir mal gucken, wie viel Tierfutter wir noch haben, ob wir den ganzen Hafer und den Roggen brauchen. Und dann können wir den wieder verkaufen. Das sollte auch ein bisschen was einbringen. Hey, Tier. Mach doch mal, was ich will. So, hier vorne haben wir sie. Die gute Zyvia. Wir haben noch 48 Dünger, daraus können wir auch Dünger machen. 115 Dünger, ja, nehme ich dir ab. Auf jeden Fall. Und dann gib mir mal bitte Mohnsamen 99. Ja, gib mir alles, komm. Was hast du an Zwiebelsamen? Davon brauchen wir nicht so viel, machen wir 88. Okay, und ab zurück. Oh, hier gibt's Loot. Sehr schön. Zinnerz. Ja. Bergarbeiter-Loot. Gefällt mir immer. Eine Steinspitzhacke. Ein Apfelwein. Uiuiuiuiui. Hier ging es also feuchtfröhlich zu, sagst du, oder was? Eine Gürteltasche? Gürteltasche auch sehr viel wert, können wir verkaufen. Bisschen Weizenbier. Alkohol ist immer gut. Freuen sich meine Dorfbewohner. Und zwei Hopfensetzlinge. Behalten wir mal. Weil, wenn wir die Taverne haben, müssten wir irgendwann auch Hopfen anbauen. Da müssen wir noch einen schönen Ort dafür suchen. Wo wir den Hopfen dann anbauen werden. Aber an sich kein schlechter Deal. Wenn wir zumindest jetzt schon mal so ein bisschen an Hopfen denken, ist das gut, glaube ich. Hier kann ich nicht runterreiten, also das ist ja wirklich lebensgefährlich. Aber guck doch mal, wie wir am Anfang angefangen haben und wie es jetzt einfach aussieht, ne? Wie viele Gebäude, wie viele Felder und so. Wirklich toll. Wirklich schöner Spot. Mohnsamen haben wir 99 und Zwiebelsamen 88. So, den Alkohol bringen wir natürlich ins Lebensmittellager. Wir haben auch eine Quest. Warte mal, wer hat eine Quest für uns? Der Scheunenknecht? Ah, okay, okay. Sie. Hallo. Kann ich dir bei etwas helfen? Mein König, du kommst genau zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit wofür? Du kommst genau zur rechten Zeit für Bier. So long. Okay, sie möchte ein Bier mit mir trinken. Roggenbier 2. Hm. Dachte ich mir schon fast.
108 Dynastie. Ja, zwei Roggenbier müssen wir diesen Winter noch besorgen. So. Das Feld ist auf jeden Fall schon mal fertig. Das hier drüben wird noch umgegraben, aber sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Das Mondfeld. Muss noch ein bisschen Dünger drauf. Wie groß ist das Mondfeld? Mond. 48. Okay, schön. Ah ja, stimmt. Ich werde mal noch ein bisschen was dreschen, was wir jetzt abgebaut haben. Hafer und so. Hafer haben wir 438. Und Roggen haben wir schon gedroschen. Okay, gut. Die Hafer haben wir jetzt 868. Wie viel Tierfutter haben wir noch? 38, okay. Das reicht also noch eine Weile. Verstehe. Kohlsamen müssten wir auch ein bisschen was haben, ja. Schön. Kupfererz, einfach 297. Ich werde mal sagen in der Verwaltung, dass die Schmiede, wo ist die Schmiede? Die Schmiede ist nämlich noch gar nicht richtig ausgelastet. Ich sag der Schmiede mal, die soll noch Kupferbarren herstellen. Mal kurz nochmal in die Verwaltung reingucken. Wann schalten wir denn endlich die Mine frei? Bei 5000. Und wir haben aktuell... Wo steht denn das hier? Bautechnik. 3700. Hm. Wir schalten aber bald den Ferch frei. Ferch ist dann für so Ziegen und Schafe, ne? Okay. Also Ferch ist so das nächste, was wir freischalten. Ja. Ah, wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda, ne? Also ein bisschen was freischalten müssen wir noch. Geht natürlich alles immer nur peu à peu, aber... Sind jetzt eigentlich zwei in der Schmiede? Ja. Eigentlich müssten jetzt zwei in der Schmiede sein, ne? Ja. Da sollte es also ein bisschen besser jetzt funktionieren. Wir hatten ja das Problem, dass irgendwie die Spitzhacken nicht rechtzeitig geliefert wurden und sowas alles. Aber das sollte jetzt alles kein Problem mehr sein. Da könnten wir eventuell... Ah, ich lasse es mal noch. Ich lasse es mal noch. Aber irgendwann könnten wir, weil wir jetzt eine Produktionskette haben, sagen, dass die Werkzeuge alle aus Kupfer hergestellt werden. Geht natürlich bei der... Bei der Spitzhacke leider nicht. Zumindest kein Rezept für. Aber an sich könnten wir alles aus Kupfer herstellen. Zumindest den Rest so. Wisst ihr, was ich meine? Mein Partyplatz nutzt heute gar keiner. Wo sind die denn alle? Hier vorne ist keiner. Hier sitzen zwei am Wäschedings. Okay. Da sitzt einer hier vorne. Wo habe ich denn noch Bänke? Drüben auf der anderen Seite. Sind da auch welche? Ich weiß, einige sind immer damit beschäftigt, den ganzen Abend lang nach Hause zu laufen, weil die nach da oben müssen oder nach da oben. Aber hier sitzt auch keiner. Hier drüben vielleicht? Nee. Okay. Die haben keine Lust auf Geselligkeit hier, meine Leute. Ich merke das schon. Machen lieber ihr eigenes Ding. So einen schönen UNO-Abend zu Hause oder so. Mit ihrer Familie, aber nicht mit anderen. Du setzt dich jetzt dahin, ne? Schön. Aber wir haben auch viele schwangere Mütter, ne? Die zu Hause sind, um sich um die Kinder zu kümmern.
Und die wollen wahrscheinlich auch nicht, dass die Männer sich überall rumtreiben. Und dann haben die Männer natürlich auch zu Hause zu sein, wenn die Zeit der Arbeit vorbei ist. Aber schön, dass immerhin einer da sitzt. Ich habe mir auch mehr, also viel Mühe gegeben mit dem Bereich. So, zweiter Tag im Winter. Ich würde aber sagen, das war's mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben die Brücke fertiggestellt. Die ist nicht ganz so breit geworden, wie erhofft. Aber um meine Nerven zu schonen, lassen wir sie erstmal so. Vielleicht baue ich irgendwann an der Brücke weiter, aber wir haben zumindest schon mal einen Weg trockenen Fußes über den Fluss. Also einen zweiten Weg. Die andere Brücke ist ja fest vom Spiel gebaut und die haben wir jetzt selber gebaut. Also ich habe euch so ein bisschen gezeigt, man könnte theoretisch mit dem Prinzip, Sachen aus dem Inventar fallen zu lassen, so einiges machen in diesem Spiel. Ja. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, wenn ihr das lehrreich fandet, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Like unter das Video und einen Kommentar. Ich würde mich freuen, wirklich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.